Meine Damen und Herren von meiner Seite, mein Name ist Felix Brecht. Ich darf Sie durch die heutige Veranstaltung führen als Moderator. Wir freuen uns, dass Sie heute die Gelegenheit nutzen zur Information, zur Diskussion über eine ganz zentrale Herausforderung für die gesamte Kälte-Klimabranche. Es geht um den illegalen Handel mit Kältemitteln. Bevor ich gleich an die Referenten übergebe, möchte ich meinerseits das Problem, die Herausforderung, um die es heute gehen soll, mit einer Zahl umreißen. Die Zahl lautet 34 Millionen Tonnen. 34 Millionen Tonnen, das ist zum Glück nicht die Menge der gesamten Schmuggelware, sondern das CO2-Äquivalent der geschmuggelten Kältemittel. Die Zahl stammt aus einer Untersuchung des EFCTC für das Jahr 2018. Im Hinblick auf die Treibhauswirkung ist also die Schmuggelware, sind illegal gehandelte Kältemittel vergleichbar mit 34 Millionen Tonnen CO2. Das ist in etwa, um es greifbarer zu machen, der jährliche Ausstoß von 20 deutschen Kohlekraftwerken. Wir werden diese Zahl später nochmal wiedersehen. Sie hilft uns vor allen Dingen dabei, die Herausforderung, das Problem des Kältemittelschmuggels greifbarer zu machen. Zu den Teilnehmern dieser Veranstaltung gehört das Fachhandwerk. Zu den Teilnehmern heute, zu Ihnen allen, gehören auch Vertreter der Branchenverbände. Wir haben Vertreter des Einzelhandels dabei. Sie wissen alle, dass Kältemittel nicht nur im Gebäude- oder im Automobilbereich zum Einsatz kommen, sondern auch in den Kühltheken des Einzelhandels. Zu unseren Teilnehmern heute gehören auch Anlagenhersteller, gehört der Großhandel, gehören Distributeure und auch eine Reihe an Journalisten, an Fachjournalisten. Warum sage ich das? Weil die illustre Teilnehmerschaft deutlich macht, was auch der Titel des Web-Talks der Veranstaltung aussagen soll, nämlich dass illegale Kältemittel eine Herausforderung für die gesamte Wertschöpfungskette sind. Darüber möchten wir mit Ihnen auch diskutieren im Anschluss an den Vortragsteil. Bevor ich Ihnen die Referenten, die Agenda des heutigen Tages noch mal kurz vorstelle, einige Punkte zum Thema Housekeeping. Sie hatten es vorab schon gesehen, nochmal der Hinweis, die Veranstaltung wird aufgezeichnet, um sie später gegebenenfalls auch öffentlich zur Verfügung stellen zu können. Einen Link zu der Aufzeichnung lassen wir Ihnen im Teilnehmerfeld gerne später zukommen. Ein zweiter Punkt ist, wenn Sie vor dem Diskussionsteil Fragen haben sollten, dann haben Sie jederzeit die Möglichkeit, die schon in den Chat einzustellen. Wir gehen dann gerne nach dem Vortragsteil, also im Bereich Q&A, darauf ein. Wenn Sie zudem Probleme mit der Bandbreite haben sollten, dann schalten Sie die Kamera gerne aus. Ansonsten freuen wir uns, wenn Sie die Kamera eingeschaltet lassen. Es ist für die Referenten und auch für mich immer schöner, wenn man mit Menschen spricht und nicht mit dem eigenen Bildschirm. Spätestens wenn Sie dann am Ende des Vortrags Fragen haben sollten und mit uns diskutieren möchten, wäre es schön, wenn Sie Ihre Kamera aktivieren. Und ganz zum Schluss die Bitte, dass Sie bis dahin Ihre Mikrofone auf stumm geschaltet lassen. Dann darf ich Ihnen noch mal kurz die Agenda und die Sprecher vorstellen. Wir sehen sie hier schon auf unserer ersten Folie. Im ersten Teil möchten wir Ihnen die Bedeutung von illegalen Kältemitteln und den Rahmen des Ganzen noch mal näher bringen. Dazu hören wir zunächst Herrn Felix Flohr. Ich freue mich sehr, ihn heute begrüßen zu können. Herr Flohr ist Kältemittelexperte bei der Firma Daikin Chemical Europe. Und Herr Flohr ist auch gleichzeitig Sprecher des EFCTC, des Veranstalters des heutigen Webtalks. Als zweites begrüße ich Herrn Hans-Jürgen Kemmler. Mit Herrn Kemmler gehen wir sozusagen die Wertschöpfungskette einen Schritt weiter entlang. Herr Kemmler ist Branchenmanager Kälte-Klima in der Westfalen-Gruppe, einem der bekanntesten Großhändler, Distributeure für Gase und eben auch für Kältemittel. Herzlich willkommen, Herr Kemmler. Als dritten, last but not least, mit ebenfalls einem kurzen, knackigen Vortrag begrüße ich Herrn Karl-Heinz Thielmann. Herr Thielmann ist Präsident des VDKF, des Verbandes Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe, repräsentiert sozusagen das Fachhandwerk und eben aus dieser Perspektive wird auch sein Vortrag erfolgen.
Herzlich willkommen an alle drei Referenten. Herzlich willkommen auch an unsere Zuhörer. Nachdem wir im ersten Teil die Bedeutung und den Rahmen der illegalen Kältemittel umrissen haben, wollen wir nicht nur in der Problembeschreibung verhaften, sondern auch erste Lösungsansätze vorstellen und darauf eingehen. Das wird uns vor allen Dingen Herr Flohr noch mal näher bringen. Und im Anschluss an diesen Teil, hier steht es mit Q&A, Questions and Answers, sind wir offen für Ihre Fragen, sind wir offen für eine Diskussion zum Thema. Wie gesagt, sollten Sie Fragen haben, dann gerne auch zwischendurch schon in den Chat eingestellt. Das war's von meiner Seite vorerst. Ich darf dann mit der nächsten Folie beziehungsweise gleich mit der übernächsten Folie an Herrn Flohr übergeben, der uns den illegalen Handel mit Kältemitteln nochmal näher beleuchten wird. Herr Flohr. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen und vielen Dank für die einleitenden Worte. Mein Name ist Felix Flohr, wie es da steht. Ich arbeite bei Daikin Chemical. So, jetzt ist auch das Video an. Entschuldigen Sie. Also wie gesagt, ich arbeite für Daikin Chemical Europe und ich bin heute präsentiere heute im Namen des EFCTCs. Nächste Folie. Ja, der EFCTC, was ist das? Der EFCTC ist eine Sektorgruppe des Europäischen Chemieindustrieverbandes, besteht im Wesentlichen aus fünf Mitgliedern. Allen Mitgliedern gemeint ist, dass die Herrscher von fluorierten Gasen sind, häufig als F-Gase bezeichnet oder als HFKWs oder HFOs. Und Hauptanwendung für diese F-Gase sind Kältemittel. Nächste Folie. Ja, Kältemittel oder HFKWs oder F-Gase haben ein relativ hohes Treibhauspotenzial und tragen damit zum Treibhauseffekt bei, wenn sie direkt emittiert werden in die Atmosphäre. Das ist auch der Grund, weswegen es eine F-Gas-Verordnung gibt. Zentrales Element der F-Gas-Verordnung ist die schrittweise Reduktion des Verbrauchs dieser F-Gase, ausgedrückt in CO2-Äquivalenten. Wir haben im Jahr 2015 eine 100% Baseline gehabt. Die wird jetzt zum Jahr 2030 auf 21% reduziert werden. Die F-Gas-Verordnung als solche ist sehr positiv von uns und von der Industrie aufgenommen worden, weil sie uns Rechtssicherheit gibt. Für uns und aber auch für die Anwender. Und sie führt zu Innovation, zu niedrigen GWP-Kältemittel oder Kältemittel mit einem niedrigen Treibhauspotenzial und führt auch zu Innovation in Bezug auf neue Anlagen, die diese Kältemittel verwenden können. Der Phase-Down gibt Flexibilität in der Anwendung. Also es ist nicht festgelegt, wer was wie einzusetzen hat, sondern weil es über CO2-Äquivalente der gesamte Markt geregelt wird, gibt es da Möglichkeiten, das flexibel zu gestalten. Der Phase-Down kreiert einen geschlossenen Markt. Geschlossene Märkte haben führen zu höheren Preisen gegenüber den Weltmarktpreisen und das wiederum führt zu illegalen Importen. Wir sehen jetzt das Jahr 2021, da haben wir das den nächsten Phase-Down runter zu 45% und die Vermutung liegt nahe, dass das Problem weiterhin bestehen wird. Nächste Folie bitte. Ja, was sind die Herausforderungen? Um diesen illegalen Handel näher darauf einzugehen, sollte man mal vielleicht auf die Transportkette, auf die Lieferkette gucken. Die ist relativ komplex. Normalerweise bringen Importeure und Produzenten die F-Gase auf den Markt, machen das Placing on the Market. Sie beliefern Großhändler und OEMs. Die Großhändler wiederum beliefern Großhändler oder Installateure. Installateure füllen die F-Gase in die Anlage ein und zusätzlich, wenn sie am Ende der Lebensdauer einer Anlage oder beim Service
entnehmen sie auch das Geldmittel, und das ist ganz, ganz wichtig, und geben dann anschließend die gebrauchten Kältemittel in Gebinden, die der Großhandel den Handwerkern zur Verfügung stellt, wieder zurück in den Kreislauf. Es ist ein relativ kompliziertes Liefergeflecht, was viele Angriffspunkte bietet, auch für den illegalen Handel. Nächste Folie bitte. Ja, wie groß ist der illegale Handel? Herr Brecht hat es eingangs schon gesagt, 34 Millionen stehen im Raum. Das ist eine große Zahl. Wir haben sie ermittelt von über einen Vergleich im Jahr 2018 über die Firma Oxera. Wenn wir überlegen, dass der Gesamtmarkt oder der legale F-Gas-Markt gemäß der F-Gas-Verordnung für das Jahr 2018 115 Millionen Tonnen sind, dann entspricht das ein Drittel der legalen Menge, die zusätzlich illegal in den Markt reingebracht worden sind. Und das entspricht, also um das mal zu verdeutlichen, das sind die Emissionen von 25 Millionen neuen Fahrzeugen zusätzlich in der EU. Das ist ungefähr das, was Spanien an Fahrzeugen betreibt. Und es entspricht der Abholzung eines Waldes, der doppelt so groß ist wie Portugal. Also eine unvorstellbare große Zahl. Das bezieht sich auf 2018 Zahlen, 2019 Zahlen sind zurzeit noch in der Auswertung. Ja, wie kommen wir auf diese Zahlen? Relativ einfach. Das ist passiert durch einen Vergleich der Exportzahlen aus China in die EU mit den Importzahlen der EU mit den Importzahlen. Und da kommt man relativ schnell auf eine Differenz von 19 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten. Ja, das war eine Betrachtung. Die andere Betrachtung waren die Anrainerstaaten. Die Anrainerstaaten, da wurde auch geguckt, was wurde von China in diese Staaten exportiert. Und man hat eine Baseline genommen von 2016 und das mit den Zahlen von 2018 verglichen. Und wenn man, selbst wenn man das Marktwachstum berücksichtigt, kommt es zu einem Importüberschuss von 15 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten. Und man kann davon ausgehen, dass in diesen Anrainerstaaten, das sind zum Beispiel Türkei oder Ukraine oder Serbien, dass diese Mengen nicht in die andere Richtung verbracht worden, sondern dass die in die EU verbracht wurden. Also zusätzlich Importmengen, die nicht auftauchen in den EU-Statistiken. Ja, stellt sich natürlich die Frage, wie kommt es zu diesem illegalen Handel? Oder, wer steckt hinter diesem illegalen Treiben? Oder wer profitiert von diesem illegalen Treiben? Das lässt sich relativ einfach beantworten. Wenn man überlegt, die Dimension des ganzen illegalen Treibens und die Distanz zwischen Produzenten und den Verbrauchern in der EU und die Komplexität der Lieferkette, kommt man nur zu einem Schluss, dass da die organisierte Kriminalität hintersteht. Ja, das macht natürlich, gibt für uns eine Herausforderung, für uns alle, weil wir haben, wenn der organisierte Handel davon, die organisierte Kriminalität davon profitiert, dann haben wir alle was zu verlieren. Angefangen bei den Endverbrauchern, Anlagenbetreiber, wenn es zu Anlagenausfällen kommt und Beschädigung von Anlagenkomponenten, weil das Kältemittel, das verwendete Kältemittel keiner Qualitätskontrolle unterliegt. Oder dem Kältefachbetrieb, der in der Gewährleistung steht und mit illegalen, unbekannten Substanzen die Gesundheit seines Personals, aber auch der Anlagenbetreiber aufs Spiel setzt, beziehungsweise seinen guten Ruf aufs Spiel setzt, wenn es rauskommt, dass der Handwerker oder der Kältefachbetrieb illegales Material verwendet. Der Gasgroßhändler, der hat Schaden, weil er seine Geschäftsaktivitäten an den Schwarzmarkt verliert. Und auch Serviceleistungen gar nicht mehr verkaufen kann, die ganz wichtig sind, wie zum Beispiel die Rücknahme von gebrauchten Kältemitteln oder die Bereitstellung von Leergebilligen. Letztendlich die ganze Branche leidet darunter, weil es natürlich ein Hemmnis ist für Innovation und Neuentwicklung und hilft den Fußabdruck der Kältebranche oder zu reduzieren. Und die Investition in Neuanlagen wird dadurch auch behindert. Die gesamte Gesellschaft leidet darunter, weil
natürlich Gesetze zum Umweltschutz unterlaufen werden und Steuereinnahmen dem Staat verloren gehen. Und wenn man das alles so zusammenzieht und das vergleicht, profitiert eigentlich nur die organisierte Kriminalität. Und man darf sich da keine Illusion hingeben. Das sind dieselben Leute, die Prostitution betreiben, die Waffenhandel machen, illegalen Waffenhandel, Drogenhandel. Das sind dieselben Leute, die dahinter stehen. Also ist das ein gesellschaftliches Anliegen, das wir hier verfolgen. Nächste Folie bitte. Herr Flor, vielen Dank für diese Einführung. Das war zum Schluss nochmal sehr drastisch zurückgeführt. Wer eben hinter diesem groß angelegten illegalen Handel steckt. Wir haben gerade auf der Folie vorher nochmal die Wertschöpfungskette dargestellt gesehen und genau die gehen wir jetzt, wie gesagt, einen weiteren Schritt nach vorne. An der Stelle kann ich mit der nächsten Folie an Herrn Hans-Jürgen Kemmler übergeben, der uns die Perspektive des Großhandels näher bringen wird. Herr Kemmler, Sie haben die Bühne. Ja, guten Morgen, mein Name ist Hans-Jürgen Kemmler. Ich bedanke mich zunächst für die gebotene Möglichkeit, die Problematik der illegalen Importe aus Sicht eines Händlers darzustellen. Kurz einige einleitende Worte zu unserem Unternehmen, der Westfalen-Gruppe. Wir sind ein Händler im Bereich, wir sind Produzent und Händler, Produzent im Bereich Gase, aber auch Händler im Bereich Gase. Das ist ein Geschäftsbereich, ein zweiter Geschäftsbereich sind Tankstellen und ein dritter Bereich ist die Energieversorgung. Wir als im Bereich Kältemittel gehören zu dem Bereich Gase. Wir sind mit dem Bereich Gase in 7 europäischen Ländern vertreten. Das ist Deutschland als Kernmarkt und das sind 6 weitere Anrainerstaaten. Wie gesagt, das betrifft den Bereich Gase, diese 6 Länder. Wir haben im Jahre 2019 einen Umsatz zu verzeichnen von 1,85 Milliarden Euro. Wir haben über 1.800 Mitarbeiter. Und wir haben letztes Jahr 70,8 Millionen Euro, Investitionen in Höhe von 70,8 Millionen Euro getätigt. So, wir sind natürlich auch als Händler enorm betroffen von der Problematik der illegalen Kältemittel. Und das betrifft nicht nur die Umweltrelevanz, also die zusätzlichen Emissionen, die entstehen, sondern es betrifft letztendlich auch den fiskalischen Sektor. Ein besonderes Problem, das würde ich ganz gerne an dieser Stelle auch aufzeigen, das ist das Problem der Einweggewinne, abgesehen von dem Problem auch der HFKW, die zusätzlich emittiert werden. Aber mit den Einweggewinnen hatten wir, weil es sehr häufig auftrat, ein besonderes Problem, ich erwähne es deshalb, weil es für die Einweggewinne bereits seit dem Jahre 2007 ein Handelsverbot gibt. Und das große Problem ist eben auch dabei, dass diese Flaschen über den Restmüll entsorgt werden und immer auch Restinhalte in den Flaschen verbleiben, was zusätzlich eben zur Emission beiträgt. Man mag sich gar nicht vorstellen, wie hoch das letztendlich dann in Summe sein wird. Es betrifft nicht nur die Umweltrelevanz in Sachen Emissionen, sondern auch letztendlich ist der Energieverbrauch hiervon betroffen, weil die Kältemittel häufig, das ist festgestellt worden, die illegalen Kältemittel nicht spezifikationsgerecht waren, also innerhalb der erforderlichen Spezifikation gelegen haben. Und wenn das nicht so ist, wenn das der Fall ist, dass sie nicht da drin sind, dann führt das zu einem höheren Energieverbrauch, was ein großes Problem natürlich auch ist, weil die Anlagen danach ausgerichtet sind, eingestellt sind und zusätzliche Energieverbräuche heißen natürlich auch immer dann wieder zusätzliche Emissionen. Das Problem zudem ist, auch wenn Ware nicht spezifikationsgerecht ist, dass es eben zu Unfällen führen kann und das ist auch in der Vergangenheit der Fall gewesen. Es sind bereits Material- und Personenschäden zu beklagen gewesen. Und das ist eben so, dass diese Dinge, und rechts kann man das sehen auf dem Bild, diese Dinge sind aufgetreten und auch dokumentiert. Hier zeige ich Ihnen, zwei Beispiele, um das mal aufzuzeigen, wo auch das Problem liegt. Auf der linken Seite dieses Beispiel zeigt da, wie
Die sind zum einen die eine Flasche oben, das ist eine Einwegflasche, wie ich es gerade aufgezeigt habe. Links das Beispiel ist ein, ich sage es mal, eine Undercover-Aktion von Autobild gewesen, wo man also eine solche Flasche erworben hat. Da ist darüber berichtet worden und das Resümee von Autobild war, dass also der Verkauf ohne Prüfung der Sachkunde erfolgt ist, also der Verkauf an Autobild, man hat die also undercover erworben. Das Ganze ist über einen regulären Paketversand gelaufen. Die Umverpackung war nicht entsprechend als Gefahrgut kennzeichnet. Es war eben, wie gesagt, eine nicht wieder befüllbare Einweggebinde und die Gasanalyse, ich sprach gerade ja von den Spezifikationen, ergab, dass es also 20,7% andere Gase waren als 134a. Und 134a war eben auf dem Aufkleber dieser Flasche. Die rechte Seite zeigt auf eine Falschbefüllung. Was Sie dort sehen, ist eine Nutzungsflasche, die mit Propan befüllt wird, die man tauschen kann, eine Tauschtappflasche. Und diese Flasche wurde also mit 134a befüllt. Man hat Folgendes gemacht, man hat den Propanaufkleber abgekratzt, hat einen neuen Aufkleber angebracht, den man natürlich auch von einer anderen Flasche dann wieder abgenommen hat, hat diesen Aufkleber für 134a auf diese Flasche gebracht und Sie sehen dort oben dieses Entnahmeventil. Man muss natürlich sehen, dass man dann von links auf rechts Gewinde kommt. Da hat man also einen Adapter regelrecht gebastelt, um wie gesagt die Adaptierung zur Möglichkeit, die Entnahme zu ermöglichen dabei. Diese Flasche, wie gesagt, ist für Propan zugelassen, eben nicht für 134a, aber sie war dann mit 134a befüllt und ist über eBay zum Verkauf angeboten worden. Wir haben, wenn wir die Problematik hier verfolgen und sehen, dann haben wir also entlang der ganzen Lieferkette diese Probleme. Wir sehen hier zum Beispiel, dass Fachbetriebe, die mit illegale Kältemittel einfüllen, das Risiko eingehen, dass sie sich strafbar machen und eben mit hohen Regresskosten ihrer Kunden, sprich also der Betreiber, rechnen müssen. Das finanzielle Risiko haben natürlich auch die Betreiber durch die Befüllung mit ihrer Anlagen mit illegalen Kältemitteln, eben auch dann eben häufig mit nicht spezifikationsgerechten Kältemitteln. Und alle die Unternehmen, die in Investitionen schon getätigt haben oder auch noch in Investitionen in neue Technologien schon getätigt haben und das auch noch wollen in Zukunft, erfahren natürlich durch diese Situation eine enorme Benachteiligung. Dieses Bild zeigt eigentlich auf, dass diese illegalen Kältemittelimporte viele Bereiche, viele Normen und auch viele Gesetze tangieren. Es ist eben nicht nur die F-Gas-Verordnung, die Sie rechts unten aufgeführt sehen, es ist nicht nur die F-Gas-Verordnung, es sind viele andere Bereiche, die eben durch diese illegalen Kältemittelimporte berührt sind. Wir im Hause der Westfalen-Gruppe müssen natürlich sehen, das ist mit einem erheblichen Aufwand verbunden, dass sie die Qualität der Kältemittel auch sicherstellen. Und das bedeutet auch, dass wir in Anlagen und in Geräte der neuesten Generation für die Analytik, für die Abfüllung investieren wollen oder auch müssen, um diese Qualitätskontrollen letztlich auch durchführen zu können. Wir betreiben einen und müssen das auch einen erheblichen Aufwand betreiben, was unser Reporting angeht, also sprich also das Berichtswesen an die Europäische Union. Und ein wichtiger Punkt ist auch, wenn ich von Investitionen spreche, dann ist es so, dass wir die Aufarbeitung von Kältemitteln schon seit den 1990er Jahren betreiben und auch da weiter investieren werden. Und es ist zudem ja auch so, das ist allgemein bekannt, dass aufgearbeitete Kältemittel bei der Bewältigung im Rahmen der F-Gas-Quotenregelung eine bedeutende Rolle spielen, um letztendlich auch die Verfügbarkeit sicherzustellen und genügend Kältemittel für die Anlagen zur Verfügung zu haben. Ja, ich komme jetzt schon zu meinem letzten Bild. Für uns ist es ganz, ganz wichtig oder für die Branche ist es ganz wichtig, dass die alternativen Kältemittel verstärkt eingeführt werden können, was im Moment eben behindert wird. Diese Kältemittel, allgemein bekannt, R744, CO2, Kohlenwasserstoffe wie Propan oder Isobutan,
und die Produkte auf HFO-Basis, sei es als Einzelstoffe oder sei es in Form von Gemischen. Die Entwicklung des Marktes, das haben wir gesehen, ist derzeit gebremst und umso wichtiger ist, dass die illegalen Importe gestoppt werden und wir dort die gebotene Fahrt aufnehmen. Ich habe es erwähnt, dass wir viel investieren müssen, um gegen die illegalen Importe vorzugehen. Das betrifft die ganze Branche. Und mein Appell ist, ohne die gebotene und auch notwendige Unterstützung aller an der Lieferkette Beteiligten, werden wir letztendlich unsere Klimaziele nicht erreichen. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Kemmler, vielen Dank für Ihren Beitrag. Wir gehen ein weiteres Mal die Wertschöpfungskette einen Schritt entlang. Ich übergebe gleich an Herrn Thielmann. Zwischendurch zwei kurze Hinweise noch. Wir haben mittlerweile einige Fragen schon im Chat. Wie gesagt, nutzen Sie gerne die Gelegenheit, Ihre Fragen hier schon mal festzuhalten. Dann können wir in der Diskussionsrunde am Ende bestmöglich darauf eingehen. Und noch ein zweiter Hinweis. Sie werden hin und wieder einige inhaltliche Überschneidungen in den Beiträgen vorfinden. Das ist bewusst so gehalten. Das soll Ihnen einfach auch nochmal aufzeigen, die unterschiedlichen Blickwinkel auf dasselbe Problem, auf den illegalen Handel mit Kältemitteln. Deswegen haben wir das bewusst so drin gelassen. Dann übergebe ich jetzt an Herrn Thielmann, der als Verbandsvertreter eben auch das Fachhandwerk repräsentiert und uns aus eben dieser Sicht die Situation schildern wird. Herr Thielmann, bitte. Schönen guten Morgen. Mein Name ist Karl-Heinz Thielmann. Ich vertrete den Verband Deutscher Kälte- und Klimafachbetriebe, in dem vorwiegend Handwerker organisiert sind. Und wir sind von dem illegalen Kältemittelhandel, das betrachte ich jetzt aus einer ganz anderen Sicht, doch eigentlich sehr betroffen. Können wir die nächste Folie dann bekommen? Wir werden im 2020 halt eben eine 55-prozentige Reduktion halt eben haben. Das heißt, uns stehen nur noch 45% zur Verfügung. Das wird ganz klar heißen, die Preise werden wieder steigen halt eben. Und die Begehrlichkeiten halt eben werden dann auch halt eben steigen. Das heißt, der illegale Handel wird tatsächlich meiner Ansicht nach beflügelt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die 11% Regelung für neue Marktteilnehmer, die in der Verordnung halt eben verankert ist, nicht kontraproduktiv ist, denn die Mengen sind relativ gering. Wenn ich mir das mal angucke, wir hatten 2000 oder vor der F-Gase-Verordnung hatten wir 350 Inverkehrbringer in Europa und das sind jetzt ungefähr knapp 2000 oder sogar etwas drüber. Also es werden nicht signifikante Mengen vielleicht gehandelt und das führt vielleicht auch dazu, dass wir hier irgendwo Kältemittel gepanscht bekommen. Die Qualität ist fraglich, das trifft einmal ISO 8017, ist die Zusammensetzung, oder AD 700, wäre die Qualität an sich halt eben, sprich halt eben wie viel Fremdgase, wie viel Feuchtigkeit und so weiter halt eben, also die Qualität ist auch eigentlich nicht gegeben, wenn ich die nächste Folie dann haben kann. Was muss der Kältehandwerker alles machen halt eben? Er muss eine Zertifizierung haben. Die Personenzertifizierung haben wir in der dualen Ausbildung mit integriert, aber es gibt auch Quereinsteiger, die eine Personenzertifizierung halt eben durchmachen müssen nach dieser Verordnung 2015-2067. Aber auch eine Firmenzertifizierung brauchen wir. Das ist nicht bundeseinheitlich geregelt halt eben. Wir haben in Baden-Württemberg zum Beispiel halt eben eine begrenzte Laufzeit auf 5 Jahre. Das heißt, alle 5 Jahre wird eigentlich ein Verwaltungsakt losgetreten oder wird dann begonnen halt eben, der mit irgendeiner Kostennote dann nachher endet. Das ist in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel nichts. Nächste Folie. Das müssen wir noch intern machen. Wir haben Handwerksintern oder also Fachfirmen intern, müssen wir halt eben eine Dokumentation halt eben führen. Diese gleiche Dokumentation müssen wir auch für den Kunden machen. Es steht zwar da, dass der Betreiber das machen muss halt eben, aber wir müssen ihn mit Sicherheit halt eben dazu arbeiten. Dafür gibt es vom Verband Deutscher Klimafachleute das LEC-Programm, kann man damit machen, aber dieses Programm muss auch irgendeiner füttern, wenn irgendetwas dabei rauskommt. Dann machen wir jährlich eine Meldung halt eben an das Statistische Landesamt halt eben abzugeben, was für Mengen haben wir, zu welchem Zweck halt eben verwendet. Und da frage ich mich eigentlich, wer zahlt den ganzen Aufwand halt eben, und dann haben wir nicht nur 1, 2, 3 Kältemittel, wie vielleicht vor 20 Jahren halt eben, sondern wir haben eine ganze Vielzahl. Und das sehe ich einfach den Handwerker langsam etwas überfordert. Können wir die nächste Folie?
Wir bin wieder bei der Garantie, bei der Qualität halt eben, hier ist jetzt der Standard wichtig, also die Zusammensetzung, die Fremdgase, die Feuchtigkeit halt eben. Das sind ja alles wesentliche Voraussetzungen halt eben, um eine störungsfreie Anlage betreiben zu können. Und das ist eigentlich das, was der Betreiber letztendlich will. Nächste Folie. Unser Dilemma ist, wir sind zu teuer. Ja. Uns wirft mal vor, vielleicht unseriös zu sein, halt eben, weil wir einfach viel zu hohe Preise für die Kältemittel aufrufen. Im Internet bekommt er das Kältemittel ungeprüft zu gleichen Preisen, zu denen wir bei unserem Händler des Vertrauens halt eben einkaufen würden. Aber wir zahlen eigentlich den administrativen Aufwand und insofern ist halt eben da auch ein Aufschlag mehr als gerechtfertigt halt eben. Wenn wir fremd bereitgestelltes Kältemittel einfüllen, übernehmen wir Gewährleistung. Die Anlage funktioniert nicht. Also sind wir wieder gefragt, obwohl wir ein fremd eingestelltes Kältemittel einfüllen. Wenn wir das nicht tun, und das habe ich wirklich schon erlebt, dann laufen wir halt eben Gefahr, dass wir den Kunden verlieren. Und das wollen wir ja auch nicht. Muss sich jetzt der seriös und verordnungskonform sich verhält, an Schwarzmarktpreisen in irgendeiner Form orientieren? Ich denke, das kann nicht der richtige Weg sein. Der Kunde, der möchte eine funktionierende Anlage haben und der interessiert sich halt eben nicht für die kleinen, feinen Unterschiede. Er kann sowieso nur erkennen, halt eben, ob das eine Stahlflasche ist oder eine Aluminiumflasche ist. Für ihn ist das immer das Gleiche. Und ich denke, das kann die Zukunft von den Kälteanlagenbauern nicht sein. Und insofern mein Appell an alle Handwerksbetriebe, kauft bei dem Lieferant eures Vertrauens, von dem ihr sicher seid, dass ihr die richtige Qualität auch bekommt. Das würde eigentlich schon ein Weg sein, den illegalen Kältemittelhandel einfach einzufrieren. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Thiemann, vielen Dank auch von meiner Seite. Das Thema Preiskampf, der Preiskampf des legalen Marktes mit den Preisen des illegalen Handels ist natürlich nur einer, aber doch ein sehr zentraler und wichtiger Punkt, den Sie als Fachhandwerker eben im Gespräch mit den Kunden natürlich immer wieder führen müssen. Von daher vielen Dank für diese Darstellung. Wir kommen nach der Problembeschreibung jetzt auch zu Lösungsansätzen, die glücklicherweise existieren. Dazu übergebe ich jetzt nochmal an Herrn Flohr, der uns die Lösungsansätze aus Sicht des EFCDC näher bringt. Einige Fragen gibt es auch schon dazu im Chat, die werden vielleicht jetzt mit den nächsten Folien beantwortet. Herr Flohr, bitteschön. Ja, Entschuldigung. Ja, was unternimmt der EFCDC dagegen? Der EFCDC versucht, das Problem öffentlich zu machen, wie zum Beispiel mit dieser Veranstaltung, die wir jetzt gerade haben hier. Er wird vorstellig bei den politischen Entscheidern auf EU- und auf Mitgliedstaatenebene. Der EFCDC kümmert sich, dass Daten gesammelt werden und dokumentiert diese über den Ausmaß des illegalen Handels. Weiterhin sammelt er Daten bzw. Beweise von illegalen Tun und übergibt das den Strafverfolgungsbehörden. Und er ist im Austausch mit den Zollbehörden auf Mitgliedstaatenebene, um das Problem zu thematisieren. Ja, was hat er denn weiter noch gemacht? Also EFCT hat eine sogenannte Action Line ins Leben gerufen. Das ist eine Möglichkeit, anonyme Hinweise über illegalen Handel oder illegalen Treiben in diesem Bereich zu geben. Es besteht dabei keine Verbindung zum EFCTC. Das wird administriert von einer unabhängigen Agentur. Die prüft diese Angaben, ob die richtig sind, ob das valide ist und gibt sie dann gegebenenfalls an die Strafverfolgungsbehörden weiter. Im Jahr 2019 sind 228 Meldungen eingegangen, die zu weiteren Aktivitäten geführt haben. Ja, was können wir sonst noch machen? Also das, was auch Herr Thiemann eben schon sagte, ganz, ganz wichtig, ich glaube, das ist überhaupt der wichtigste Punkt.
kaufen Sie nur bei dem Händler Ihres Vertrauens, mit dem Sie schon seit langen Jahren zusammenarbeiten, weil der wird alles tun, aber nicht seinen guten Ruf oder die Kundenbeziehung aufs Spiel setzen, indem er mit illegalem Material handelt. Kaufen Sie nicht übers Internet, auch nicht von der Laderampe von irgendeinem LKW, weil es ganz, ganz günstig ist. Dann können Sie schon ziemlich sicher sein, dass das nicht vertrauenswürdiges Material ist. Ja, wenn Sie jetzt dann was kaufen, dann checken Sie, ob der Produzent, ob der bekannt ist, ob der geläufig ist. Wie sieht die Verpackung aus? Ist die in einem guten Zustand? Hat sie entsprechende Zulassung, wie zum Beispiel T-PET-Stempel, also dieser P-Stempel? Dann ganz wichtig aus meiner Sicht ist, fragen Sie Ihren Lieferanten, ob er das Gebinde, das Leergebinde auch wieder zurücknimmt. Wenn er sagt, nee, das braucht nicht zurückgegeben werden, das ist schon eingepreist, können Sie ziemlich sicher sein, dass das illegales Material ist, weil nach der F-Gas-Verordnung ist er verpflichtet, das zurückzunehmen. Ja, dann Sicherheitsdatenblatt hilft sicherlich auch. Gibt zusätzliche Auskünfte über den Handelspartner. Das steht ja oben drin, von wem Sie das haben. Und wenn all diese Punkte zu Ihrer Zufriedenheit mit beantwortet werden können, dann können Sie ziemlich sicher sein, dass das kein illegales Material ist, was Sie da erwerben. Ja, was kann man sonst noch tun? Wie gesagt, ich... Ja, was können wir sonst noch tun? Wir haben eine Initiative gestartet, das Ehrenwort, wo man sagen kann, also wo man sich positionieren kann und sagen kann, okay, nein, ich will nichts mit illegalem Handel zu tun haben. Ich will nicht, nehme es nicht in Kauf, dass eine komplette Wertschöpfungskette vernichtet wird, dass Betriebe in Schwierigkeiten kommen, die sich legal verhalten und die Regeln einhalten. Und ja, ich sage auch Nein gegenüber dieser organisierten Kriminalität, die letztendlich dahinter steht und daraus Profit schlägt. Man kann dieses Ehrenwort geben unter diese Verpflichtung, dass man mit dem Tun nichts, mit all diesen Sachen nichts zu tun haben will, indem man auf diese unten auf den Link geht, stopillegalcooling.eu Pledge. Das dauert 2 Minuten, dann werden Sie einige Fragen werden Ihnen gestellt und dann kann man sein Ehrenwort geben und dann auch seinen Geschäftspartnern zeigen, man will mit dem nichts zu tun haben, mit diesen Sachen. Ja. Ja, das ist komme zu meinem Schluss. Wenn wir alle, letztendlich liegt es an uns selber, wenn wir sagen, okay, wir wollen damit nichts zu tun haben, wir kaufen keine illegalen Sachen aus diesen dubiosen Quellen, dann wird auch irgendwann der Markt austrocknen und man ist eins von vielen Problemen los. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Flohr, vielen Dank für die Darstellung der Lösungsansätze aus Sicht des EFCDC. Es gibt auch noch weitere Ansätze, aber das hier sind sehr konkrete, die genannten Punkte, die Action Line und auch die Initiative Ehrenwort, die Herr Flohr gerade vorgestellt hat, finden wir auch gleich nochmal auf der nächsten Folie. Sie können hier per QR-Code auf die entsprechenden Seiten gehen und sich da nochmal informieren. Und jetzt würden wir gerne mit Ihnen diskutieren. Wie gesagt, wir stehen auch gerne im Nachgang noch zur Verfügung. Sie finden unten auf dieser Folie meine E-Mail-Adresse. Wir sind als Agentur für den EFCTC unterwegs und ich bin gerne Ihr Ansprechpartner, wenn Sie eigene Aktionen planen, die man eventuell koordinieren kann. Auch bei weiteren Fragen, Anregungen wenden Sie sich gerne an uns. Und jetzt möchten wir gerne mit Ihnen diskutieren. Vielleicht ein Hinweis noch, es hat aus wegen technischen Problemen werden einige von Ihnen mit dem Namen Friederike Simon angezeigt. Das findet sich unter anderem auch im Chat. Das soll uns nicht weiter stören. Das können Sie, wenn Sie möchten, auch selber ändern. Wenn Sie oben auf die 3 Punkte auf Ihrem eigenen Videobild gehen, dann finden Sie eine Möglichkeit zum Umbenennen und können da Ihren eigenen Namen selbsttätig eingeben. Wirklich notwendig ist es nicht. Ich denke, wir kommen auch so zurecht. Ich würde dann jetzt anfangen, in den Chat zu schauen und erste Fragen durchzugehen. Da haben wir zum Beispiel als erstes den Herrn Dr. Lehr, der fragt, ab welchem Unterhändler, ab welchem Anwender ist es nicht mehr als illegal oder eben als legal nachzuvollziehen in der Wertschöpfungskette. Also wir haben gesehen, wie komplex die Wertschöpfungs- und auch die Lieferkette ist und ab wann verschwindet sozusagen das illegal
im weiteren Verkauf. Sicherlich nicht ganz leicht zu beantworten, aber Herr Kemmler oder Herr Flohr, ich weiß nicht, ob einer von Ihnen darauf eingehen möchte. Vielleicht Herr Flohr zuerst. Ja, ich würde aus Sicht der F-Gas-Verordnung antworten. Zurzeit ist es nur, dass das Placing on the Market, der Schritt, der Anfangsschritt illegal ist. Das heißt, wenn ich jetzt etwas ohne Quoten auf den Markt bringe, dann ist das illegal. Zurzeit ist es so, dass alles andere anscheinend noch legal ist. Das wird aber zurzeit, wird dieses Problem angegangen mit einer Gesetzesinitiative des Umweltministeriums, dort diese Lieferkette auch zu überwachen und dort auch Maßnahmen zu ergreifen, um Gebinde, die eindeutig illegal in den Markt gebracht wurden, auch deren Verwendung zu stoppen. Möchten Sie das noch ergänzen, Herr Kemmler? Ich denke, das war schon sehr umfangreich beantwortet. Ja, also ja, das ist so, wie es Herr Flohr dargestellt hat. Danach wird es schwierig. Herr Flohr sprach ja auch an die Initiative, der Referentenentwurf des Bundesumweltministeriums, der jetzt im Moment zur Notifikation oder Notifizierung bei der Europäischen Union liegt. Die Zeitplanung ist die, dass dieses Gesetz dann zunächst, das muss ja dann noch durch die Länderkammern, also Landesregierungen beziehungsweise durch den Bundestag und durch den Bundesrat. Da schätzt man ungefähr nach der Notifizierung, dass das dann im zweiten Quartal 2021 der Fall ist, dass das Gesetz dann danach in Kraft treten kann, möglicherweise Mitte des Jahres, weiß man jetzt nicht genau, wann das ist. Wie sinnvoll wäre es, dass das Gesetz noch vor den Wahlen in Kraft tritt, sonst wird es schwierig. Also das müsste das dann schon im ersten Halbjahr sein. Und dieses Gesetz sieht vor, um die Frage zu kommen, dass also entlang der Lieferkette dann eine Dokumentation erstellt werden muss, beziehungsweise nachweisbar sein muss, von wem das Geldmittel erworben wurde. Danke Ihnen, Herr Kemmler. Dann haben wir eine weitere Frage von Herrn Frommann, die würde ich, glaube ich, an Herrn Flohr richten. Herr Frommann fragt, Uber, also das Umweltbundesamt, EPEE und so weiter, veröffentlichen jährlich Statistiken zum Face-Down der EU-F-Gase-Verordnung mit Soll-Ist-Vergleichen. Die erste Frage dazu, werden die illegalen Importe daran auch erfasst, inzwischen auch erfasst? Und mit der zweiten Frage gibt er die Antwort schon in Ansätzen selber. Falls das nicht der Fall ist, warum? Wenn man doch eigentlich inzwischen weiß, wie groß der Anteil ist. Herr Flohr, was können Sie uns dazu sagen? Naja, die Erfassung geht übers Reporting, das, was über die F-Gas-Verordnung festgelegt ist. Reportingpflichtig sind auch ein Teil, ist auch nicht reportingpflichtig. Es gibt einen bestimmten Grenzwert, ab dem man erst reportingpflichtig wird. Da werden natürlich nur die legalen Sachen erfasst. Also wenn wir jetzt als Hersteller, wir berichten unsere Zahlen, wir müssen uns auditieren lassen, also da kann man von ausgehen, dass das schon Hand und Fuß hat. Und das Gleiche würde ich auch für alle anderen, zum Beispiel EFCCC, mit mir mal unterstellen. Jetzt, also wie gesagt, die illegalen Sachen, die werden natürlich nicht offiziell berichtet. Sonst hätte man da auch eine ganz andere Handhabe. Und deswegen diese Zahlen jetzt noch nicht berücksichtigt sind, ist einfach so, dass es einen massiven Verzug gibt natürlich, wann diese Daten verfügbar sind. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass wir Daten ausgewertet haben aus dem Jahr 2018. Jetzt haben wir gerade Ende Oktober, Anfang November Zahlen, valide Zahlen bekommen für das Jahr 2019. Also wir haben jetzt ein Jahr Verzug vom EFCCC, wo wir sagen können, okay, lass uns da nochmal reinschauen in die, Export- und Importzahlen von China und von Europa, um da nochmal einen Abgleich zu kriegen. Und das ist gerade auch noch in der Bewertung, in der Analyse. Aber das zeigt, was da für ein Verzug ist, und deswegen tauchen diese Sachen zurzeit auch noch nicht auf. Ich weiß nicht, wie es zukünftig passieren wird, aber wie gesagt, ich denke mal, es wird schwierig, über einen Schatten Wirtschaft oder über ein illegales Handeln offizielle Zahlen zu bekommen. Vielen Dank, Herr Flohr. Dann haben wir hier eine weitere Frage von Herrn Johann. Was unternimmt denn die EU eigentlich, ist recht allgemein gehalten, gegen die illegalen Importe? Die RCN kann illegale Mengen aus ganz Europa eigentlich jederzeit übernehmen und umwandeln, zerstören. An wen können wir uns wenden, um hier zu helfen? Ich glaube, ein Teil der Antwort steht auf der Folie, die Sie eingeblendet sehen. Die Integrity Line, die Action Line ist da sicherlich ein Ansatz. Aber vielleicht, Herr Flohr, können Sie noch mal kurz darstellen, was die EU-Stand heute denn eigentlich
unternimmt gegen illegale Importe im Bereich Kältemittel? Naja, das ist, EU ist jetzt nicht ein einheitliches Gebilde in der Hinsicht, weil letztendlich die Umsetzung der EU-F-Gas-Verordnung obliegt den Mitgliedstaaten. Und die sind natürlich, das geht von Zypern bis hoch nach Finnland. Und das ist, gibt es ganz unterschiedliche Aktivitäten von den Mitgliedstaaten. Einige sind aktiver, andere sind nicht so aktiv. Letztendlich ja, es ist natürlich, muss man auch ehrlicherweise sagen, der illegale Import von F-Gas ist ein Problemprodukt von ganz, ganz vielen und ist sicherlich auch nicht auf der höchsten Priorität, wie zum Beispiel Drogen oder Waffen oder Medikamente oder Pestizide. Also man muss dem Zoll da auch sagen, okay, auch zugestehen, wir wissen, dass ihr da auch mit ganz vielen anderen Sachen, wichtigen Sachen zu tun haben. Wir sind da auch nur ein Teil. Aber wir sind da guter Hoffnung, dass dadurch, dass wir jetzt Seminare gemacht haben oder angefangen haben, Seminare zu machen, mit den oder in einen Austausch gegangen sind mit den Zollbehörden in den Mitgliedstaaten, dass dort weiter das Problem auch gesehen wird. So. Also tatsächlich eine klassische Herausforderung der EU als Flickenteppich, als Schwierigkeit zwischen der zentralen Administration und den einzelnen Mitgliedstaaten, wie Sie dargestellt haben. Interessant zu sehen ist das Ganze natürlich vor dem Hintergrund des Green Deal, dass Europa als erster Kontinent sozusagen klimaneutral werden möchte. Und die Kältemittel, um die es heute geht, sind sicherlich mit den bisher als 34 Millionen Tonnen bezifferten Rahmen nur einer, aber doch kein unwichtiger Teil. Ich denke, das kann man so sagen. Kommen wir zur nächsten Frage, die von einem der vielen Friederike Simons gestellt worden ist. Wenn Sie möchten, können Sie sich danach gerne auch nochmal dazu äußern. Besteht ein Zusammenhang zwischen illegalem Kältemittelhandel, zwischen Kältemittelfälschungen und durch falsch befüllte Kälteanlagen verursachte bekannte Unfälle in der EU, sogar mit Todesfällen? Also gibt es die Möglichkeit, Zusammenhänge herzustellen zwischen sozusagen den Auswirkungen des illegalen Handels, der Befüllung in die Anlagen und die von Herrn Kemmler eben auch dargestellten technischen Fälle, die sogar zu Todesfällen führen können. Ich weiß nicht, ob Herr Kemmler oder vielleicht sogar Herr Thielmann darauf eingehen möchte, wie kann man einen Zusammenhang herstellen? Gibt es da Beispiele? Wahrscheinlich nicht einfach zu beantworten. Also vielen Dank für diese Frage. Dieses ist in der Tat nicht einfach zu beantworten. Man müsste dann dazu zurückgehen, welche Unfälle sind passiert, welche Kältemittel waren in der Anlage enthalten, wenn es überhaupt noch nachvollziehbar ist, von wem wurden diese Kältemittel eingefüllt. Und die Kardinalfrage oder die entscheidende Frage ist dann natürlich, von wem wurden dann diese Kältemittel bezogen. Denn es ist ja nicht davon auszugehen, dass diese Kältemittel dann, wenn sie illegal gewesen sein sollten, einer Analytik unterzogen wurden. Also insofern weiß man auch gar nicht, was da drin gewesen ist. Aber es ist eben auch so, dass wir festgestellt haben, durch Analysen bei Material, was in die EU gekommen ist, dass es eben regelrecht, ich nenne es jetzt mal auch Top-Cocktails gegeben hat, also Cocktails in dem Sinne, dass das Kältemittel mit Propan, also als unbrennbar deklariertes Kältemittel quasi versetzt war oder mit Propan, wo Propan enthalten waren, wo R2O, FCKW enthalten waren, R22. Das ist also ein großes Problem. Da entstehen also Mischungen, die sehr, sehr gefährlich sind und die eben, wie gesagt, zu diesen Unfällen geführt haben. Und da muss man gucken, wo das jetzt gewesen ist und diese Fälle dann eben nochmal beleuchten. Aber wirklich ein schwieriges Thema. Vielen Dank, Herr Kanzler. Wenn ich dazu aber kurz was sagen darf, also mir sind nur Fälle bekannt, wo die Qualität, sprich auch die Zusammensetzung überhaupt nicht gestimmt hat. Damit sind halt eben nicht die Funktion der gesamten Anlage nicht zufriedenstellend. Das ist das eine. Und es hat halt viel Geld gekostet, so etwas wieder zu korrigieren, vor allem wenn ich ein Serienhersteller bin. Also von Unfällen und Todesfällen habe ich jetzt bei den synthetischen Kältemitteln, halt eben, weil später kommt noch eine andere Frage, jetzt noch nichts gehört. Vielen Dank nochmal für die Beantwortung aus Sicht des Fachhandwerks, Herr Thielmann. Dann kommen wir zur nächsten Frage, die Frau Kleinschmidt gestellt hat. Ich denke, das geht auch in Richtung Herrn Flors. Aktuell erfolgen die Analysearbeiten der EU-Kommission für den Review der F-Gase-Verordnung.
Welche regulatorischen Ansätze sollten auf EU-Ebene umgesetzt werden, um illegale Aktivitäten einzudämmen? Ja, aus unserer Verbandssicht, also ich möchte nur zwei Punkte, könnte ich zwei Punkte nennen. Einmal müsste dieser Bereich NERs, also Quotenhalter, die sich aus der New Entrance Reserve Quoten beziehen, der müsste angefasst werden, weil wir jetzt bekommen zu einer Zuteilungsmenge, die unterhalb des Schwellenwertes der Reportingpflicht besteht, und dadurch wird natürlich weiterhin, also wird auch dort kein Nachweis mehr geführt. Also das öffnet dann in dem Fall auch weiteren illegalen Handel Tür und Tor. Also aus unserer Sicht sollte der Schwellenwert runtergezogen werden. Und ein anderer Punkt könnte zum Beispiel sein, dass man versucht, diese Strafen zu harmonisieren, die ja jetzt von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden müssen, dass man sie wirklich dort so wie es von der F-Gas-Verordnung auch vorgesehen ist, dass sie angemessen sind und dann auch wehtun. Das ist die regulatorische Seite, nach der Frau Kleinschmidt auch gefragt hatte. Herr Flohr, vielleicht können Sie noch was tatsächlich zu den Möglichkeiten an der Grenze selber für den Zoll sagen, der ja auch nur beschränkt, aktuell zumindest beschränkt Einsicht hat, ob denn ein Importeur tatsächlich seine Quote schon ausgeschöpft hat. Ja gut, das wäre, dass man ein einheitliches System schafft in der EU. Da gibt es immer dieses Single Window System oder dieses CERTEX System, wo noch nicht mal alle Mitgliedstaaten Mitglied drin sind, aber dass man wirklich auch die F-Gase als Teil dieses Systems, was wohl für Holz bereits schon existiert oder für andere Produktgruppen, die dort mit aufnimmt und diese auch einheitlich in der EU umsetzt, um dort auch in Echtzeit zu, feststellen zu können, ob Mengen, die für den dort auch entsprechend Quote vorhanden ist dafür. Vielen Dank. Dann kommen wir zur nächsten Frage von Herrn Fenschott. Das geht vielleicht Richtung Herrn Kemmler oder sonst auch Herr Flohr. Man kann versuchen, den Import besser zu kontrollieren. Das hat Herr Flohr gerade schon in Ansätzen beschrieben. Sicherlich schwierig. Der andere Weg wäre zum Beispiel über die F-Gase-Verordnung auf der Produktseite stärker einzugreifen. Ist eine Anpassung der F-Gase-Verordnung geplant? Ja, da kann ich jetzt nur auf den, an die Frage von Frau Kleinschmidt verweisen. Die F-Gase-Verordnung, die ist im Review. Und die ist ja, die wird gerade ist in der Überarbeitungsphase. Und ich denke mal, da wird es auch, oder ich hoffe, dass es dort auch Anpassungen in der F-Gase-Verordnung gibt. Vielen Dank. Also ganz kurz, kurz zu dem Zeitplan. Es ist ja im Moment so, dass die Europäische Kommission darum gebeten hat, dass es da eine öffentliche Konsultation gibt. Das geht, glaube ich, bis zum 29. Dezember, wo die Meinungen eingeholt werden. Und der Fahrplan sieht dann vor, dass also im zweiten Halbjahr, Herr Flohr, korrigieren Sie mich, oder auf jeden Fall im Jahre 2021 ist ein Bericht abgefasst wird, was ja auch nach der derzeitigen oder nach der F-Gas-Verordnung erforderlich und vorgesehen ist, um dann zu entscheiden, inwieweit man diese Überlegungen und die Dinge, die man feststellt und alle die Erkenntnisse, die man jetzt auch gewonnen hat und auch gewinnt, in die Revision und eine mögliche Revision der F-Gas-Verordnung einfließen lässt. Und das könnte dann 2022 sein. Vielen Dank, Herr Kemmler. Die nächste Frage, wir haben noch vier Fragen im Chat, das nur für Ihren zeitlichen Horizont, freut uns sehr und zeigt auch, dass das Thema tatsächlich ein heiß diskutiertes ist. Die nächste Frage von Frau Kleinschmidt, gibt es Schätzungen für das Ausmaß des illegalen Handels für 2019 bzw. 2020? Das bezieht sich vermutlich auf das, was Herr Flohr eben sagte, die frischen Zahlen, die Auxerra liefern wird. Ich weiß nicht, inwiefern das schon kommunikabel ist. Herr Flohr, was können Sie dazu sagen? Also wie gesagt, die sind in der Analyse noch. Also wesentliche Daten kamen erst jetzt zum Ende Oktober, Anfang November. Ich bin jetzt leider auch nicht in dieser Arbeitsgruppe drin. Ich habe nur irgendwie gehört, dass das in derselben Größenordnung nach wie vor besteht. Für 2020, okay, da ist, ja, da haben wir ja noch nicht mal berichtet für das Jahr 2020. Das finde ich ja erst 2021 statt.
Frau Kleinfeld, Sie können sicher sein, dass wie die Zahlen für 2018 auf jeden Fall auch für 2019 dann in der Öffentlichkeit kommuniziert werden. Ich bin jetzt nicht direkt involviert in dieser Arbeitsgruppe und kann da jetzt auch nur jetzt aus zweiter Hand was sagen, aber man hat in, also ich habe von Kollegen gehört, dass wo das wohl eine sehr große Ordnung ist. Dann kommen wir zur nächsten Frage von Herrn Frank. Ich glaube, Herr Flohr, das können, müssen Sie auch beantworten. Wäre es nicht die einfachste Lösung des Problems, nur noch natürliche Kältemittel wie Wasser, Luft, Kohlenwasserstoffe zu nutzen und alle chemischen Kältemittel zu verbieten? Naja, Wasser, Luft und Kohlenwasserstoffe kann man nur einen Teil der Kälteanwendung abdecken. Also mit Wasser, wenn ich unter 0 Grad was kalt machen will, wird es schwierig. Luft ist... auch kann man auch nicht alles mit abdecken, Kohlenwasserstoffe auch nicht, weil es dort natürlich Sicherheitsfragen gibt, die zu beantworten sind. Und letztendlich, klar, durch die F-Gas-Verordnung wird es einen neuen, sag mal, neuen Kältemittelmix für die Industrie geben. Aber die F-Gase, HFKWs und HFOs werden aus meiner Sicht auch nach wie vor Verwendung finden, weil sie einfach Eigenschaften haben, die die anderen Stoffe nicht haben. Danke, Herr Flohr. Herr Brinkmann, das schlägt was vor. Wie wäre es mit einer kostenlosen freiwilligen Schulungsaktion, kleiner Film zum Beispiel für die Kältehandwerker und empfohlen über die Handwerksverbände? Da kann ich vielleicht kurz darauf eingehen. In Planung im Rahmen auch der Arbeit mit dem EFCTC sind verschiedene Dinge, die in Richtung des Zolls, auch in Richtung des Handwerks abzielen. Eben auch eine solche Veranstaltung wie die heutige hier, die das Thema illegalen Kältemittelhandel stärker ins Bewusstsein und auch die Lösungsansätze ins Bewusstsein der Wertschöpfungskette ruft. So viel dazu. Dann hat sich Herr Feja geoutet, der vorher, glaube ich, als Friederike Simon angemeldet war. Er sagt, die Frage war von mir. Ergänzt noch, dass R40 in solchen Anlagen nachgewiesen werden konnte und vermutlich dann auch zu entsprechenden Problemen geführt hat. Dann ergänzt Herr Brinkmann noch, und das wäre jetzt im Chat der letzte Eintrag. Herr Brinkmann sieht Parallelen zur illegalen Einfuhrhandel mit Arzneimitteln und illegale Internetvertriebswege. Apotheken haben ein ähnliches Problem. Hat mal jemand nachgefragt, und welche Maßnahmen man in dem Bereich hingegen ankämpft? Möglicherweise gibt es praktikable Lösungsansätze. Herr Brinkmann, erstmal vielen Dank für den Hinweis. Ich kann das nicht beantworten. Herr Flohr, gibt es... Ja, ich glaube, es, vom Verband, also vom EFCTC, wurde mal die Fühler ausgestreckt zu anderen Verbänden, die auch damit betroffen sind. Ich glaube, es ging da um Holzverband, also illegale Verbindung von Holz. Und ich glaube, Pestizide wurden auch mal wurden die Fühler ausgestreckt. Aber was dabei rausgekommen ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Sieht, es geht in alle Richtungen und der Schmuggel, wie Herr Flohr ja auch schon dargestellt hat, hat viele Facetten und entsprechend schwierig sind eben auch die Lösungsansätze. Da macht es sicherlich Sinn, auch über den eigenen Tellerrand zu gucken. Das war im Chat hier die letzte Frage von Ihnen aus der Zuhörerschaft. Ich frage nochmal in die Runde, gibt es noch jemanden, der sich gerne auch mitbildet, noch persönlich mit einer Frage einbringen möchte? Wenn das nicht der Fall ist, wie gesagt, wir stehen auch gerne im Nachgang noch zur Verfügung. Wenden Sie sich gerne auch an die angegebene E-Mail-Adresse oder die Kontaktdaten des EFCTC, die Sie auf den angegebenen Seiten der Action Line und auch auf stopillegalcooling.eu finden. Dann bedanke ich mich an der Stelle für Ihre Aufmerksamkeit, bedanke mich bei den Referenten für die kurze, knackige Darstellungsweise. Wir sind jetzt nach etwa einer Stunde durch. Das Thema könnte man wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile länger diskutieren, wie die Fragen gezeigt haben. Ich denke, wir haben alle nochmal einen etwas, auch für die Experten, nochmal einen besseren Überblick bekommen, welche Facetten der illegale Handel hat. Von meiner Seite nur nochmal der Hinweis, der Appell auch im Namen des EFCTC. Sie können sich gerne an der Initiative Ehrenwort oder auch bei der Action Line einbringen. Das sind genau die Möglichkeiten, die zur Verfügung gestellt werden. Ansonsten hat es natürlich viel mit dem Thema Aufmerksamkeit auf das Problem zu tun. Das betrifft unter anderem eben gerade das Fachhandwerk, die im täglichen Gespräch mit Kunden, mit Partnern sind und im Zweifel den Preisunterschied erklären müssen und eben auch die Bedeutung für Umwelt, Verbraucher und die Industrie erklären müssen.
Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und dann bleibt mir nur noch Ihnen einen angenehmen Freitag und ein schönes Wochenende zu wünschen. Lassen Sie uns gerne in Kontakt bleiben. Auf Wiedersehen.